Dies ist ein offener Brief an die Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, Regine Günther. Hallo Frau Günther, mein Name ist Steve Dunke. Ich lebe mit meiner Familie in Berlin-Tiergarten, Lützowufer um genauer zu sein, und zur Miete. Ich bin Koch von Beruf und mein Geld reicht aus. Ich gehöre aber weitaus nicht zu den Besserverdienenden in dieser Stadt. Da ich auch Kinder habe, liegt mir der Erhalt einer lebenswerten Umwelt genauso am Herzen wie sicher auch Ihnen. Und so haben wir uns gemeinsam als Familie 2017 für ein emissionsfreies Elektroauto entschieden, im Austausch gegen unseren alten Verbrenner. Wir haben uns dabei sogar noch für ein sehr effizientes Elektroauto entschieden und nicht etwa für ein verschwenderisches. Uns war von Anfang an klar, dass wir hierbei auf keine eigene Lademöglichkeit zurückgreifen können, denn unser Vermieter bietet uns bis heute hierzu leider keinerlei Lösung. So sind wir, seitdem wir das Auto besitzen, ausschließlich auf eine öffentliche Ladeinfrastruktur, hauptsächlich die von BE Mobil, angewiesen. Das funktioniert auch ganz gut, wenn auch nicht immer ohne Probleme. Wir haben auch die verschiedenen Tarifmodelle von BE Mobil miterlebt. Wenn auch nicht immer ganz durchsichtig oder transparent, so konnten wir dennoch immer zu vertretbaren Preisen unser Elektroauto laden. Doch seit dem 15.08.2019 wurde, wie erwähnt, nun auf kilowattstundenbasierte Abrechnungen umgestellt. Dies ist natürlich fair und transparent und sehr zu begrüßen, denn auch dafür haben wir und auch die Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg uns immer eingesetzt. Aber inzwischen lade ich mein Fahrzeug für 43 Cent pro Kilowattstunde, was natürlich weitaus über dem Schnitt von jemandem liegt, der mit Hausstrom laden kann. Das ist auch der Grund, warum ich mich heute an Sie wende. Denn dieser Preis ist im Grunde nicht mehr wirtschaftlich vertretbar. Ein Preis, der verursacht wurde durch die hohen Vorlaufkosten seitens des Betreibers. Dieser Preis ist daher nicht wirtschaftlich vertretbar, da ich so auf 100 Kilometer weitaus teurer unterwegs bin als mit einem sparsamen Diesel-, Benziner- oder Hybridfahrzeug. Für 100 Kilometer zahle ich nun im Durchschnitt 6,50 Euro. Mit einem vergleichbaren Diesel würde ich ungefähr auf 6 Euro kommen, mit einem Benziner auf 7 Euro, mit einem Hybrid, wie beispielsweise den Toyota Prius, gerade mal auf 5,30 Euro. Angesichts der hohen Anschaffungskosten ist damit der Betrieb eines Elektroautos in Berlin kaum noch jemanden zu vermitteln. Und auch Gewerbetreibende und Flottenbetreiber werden wohl demnächst wieder auf einen Benziner oder Diesel zurückgreifen. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte nicht kostenlos laden. Ich habe früher schließlich auch nicht kostenlos getankt. Und ich habe dergleichen auch nie erwartet. Mir geht es lediglich darum, aufzuzeigen, wo die Probleme sind. Denn aktuell sieht es so aus, dass viele Ladesäulen entweder von Carsharern oder aber von Verbrennern zugeparkt sind, blockiert sind, nicht zugänglich sind, aufgrund von Baustellen nicht erreichbar sind. Das bedeutet für mich als Elektroautofahrer immer zusätzliche Wege, zusätzliche Zeit. In den Außenbezirken oder dort, wo sie tatsächlich benötigt werden, gibt es viel zu wenige Ladestationen, als dass das Fahrzeug wirklich immer dann laden kann, wenn es eigentlich steht, so wie es eigentlich gedacht ist. Trotzdem werden nun Preise verlangt, die eher denen an Autobahnen ähneln. Und das vor dem Hintergrund, dass immer wieder die Aussage getroffen wird, die Verbrennungsmotoren müssen raus aus der Stadt. Wir wollen die Leute animieren, Elektroautos zu fahren. Wie bitte soll das funktionieren, wenn nur derjenige sich ein Elektroauto leisten kann, der zu Hause die Möglichkeit hat zu laden? Denn an öffentlichen Ladesäulen ist das Laden nun mal weitaus teurer. Sehr geehrte Frau Günther, niemand will den Strom geschenkt, aber wir fordern faire Preise. Faire Preise, die den Betrieb eines Elektroautos wirtschaftlich abbildbar machen. Denn nur so bekommen wir die Berliner Luft sauber.
Deshalb sind wir gerne an einem Gespräch mit Ihnen interessiert. Wir möchten gerne über Lösungsvorschläge, Alternativen und Zukunftsaussichten sprechen. Melden Sie sich gerne bei uns. Vielen Dank.